Herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ultimate Spider-Man. Ich bin Marv und wir müssen jetzt hier oben aufs Dach, um da oben die nächste Mission anzufangen. Schauen wir mal, was jetzt hier auf uns zukommt. Ach, da hinten ist es erst. So. Oh. Kam ich sonst gar nicht so richtig rüber. Bin einfach zu weit oben, glaube ich. So, das geht noch ganz gut. Und wir sind da. Ich benötige eine Probe. Autsch. Ah, jetzt kommt er wieder. Jetzt müssen wir wieder so die typische Verfolgungsjagd machen. Solange wir irgendwie halbwegs mithalten können, ist das kein Problem. Wo will er denn hin? Beetle, Beetle! Komischer Käfer. Ich hoffe, dieses Sprunggefühl haben die auch noch in einem der Hulk-Spiele eingebaut. Weil das ist wirklich echt nicht schlecht. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Oder gefällt mir wirklich sehr gut. Wo ist er denn jetzt? Da vorne. Oh, wenn das mal nicht eine Falle ist. Habe ich irgendwas, womit ich auf ihn werfen kann? Das Ding vielleicht? Ja, wie macht man den Beetle platt? Eine gute Frage. Also hier, ganz normal. Wie immer. Nichts Besonderes. Ausweichen, bis er am Boden ist. Einfach wegknallen hier. Aber ich habe hier nichts, womit ich mich heilen kann im Moment. Also diese Laser treffen mich, glaube ich, auch überall. Mal gucken. Oh, das war was. Oh. Aber und wie der mich plättet, ey. Da ich nichts zum Heilen habe. Oh nein. Oh. Das macht da noch extra Laserklingen. So stark ist Mr. Venom nämlich gar nicht. Oh, in der Luft kann ich ihn nicht erwischen. Wenn ich ihn erwische, tut ihm das nicht richtig weh. Und wenn er mich erwischt, tut es mir. Komm schon. Kann ich ihn einsaugen? Nein. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube wirklich, das ist einfach nur wildes Rumgeklicke, wenn er dann da ist. Oh, was macht er jetzt? Halte dich von den Gruben fern. Ach du Schande. Komm schon. Wie soll das denn gehen? Ja, so viel dann dazu. So, machen wir die ganze Geschichte nochmal. So schwer kann das nämlich gar nicht sein. Au. Wenn man da vielleicht nicht gleich reinspringt. Und nochmal. Ja.
kann ihn nämlich auch gut in der Luft erwischen. Einfach immer nur schlagen, glaube ich. Auch besser sehen können. Dann geht es. Gut. Oh, jetzt macht er schon wieder seine nächste Phase hier. Das Schild. Na. Oh. Wird dir nicht ewig gelingen. Oh nein. So, wir müssen vor allem immer dranbleiben. Dieses Mal sieht es doch sehr viel besser aus als letztes Mal. Nicht in diese Gruben rein. Oh oh. Ach komm schon. Wieder Gleichstand hier, Mr. Beetle. Oh nein. Also ihr seht schon, so gut liegt mir der Kampf gerade nicht. So, Beetle, nimm den. Jetzt haben wir ihn gleich. Na komm schon, ich hatte dich doch fast. So, jetzt aber. Nom nom. Beetle zum Frühstück. Und wieder eine Mission erfolgreich abgeschlossen. Oh, wir haben gleich die nächste Story-Mission verfügbar. Das ist natürlich super. Schauen wir mal, wie weit die weg ist. Oh, hier sind Feuer. Da will ich als erstes hin. So eine Feuermission hatten wir noch gar nicht. Dann lasse ich die Kamera jetzt auch an. Ich mache das ja immer so, dass ich diese ewig gleichen Nebenmissionen, die es halt gibt, immer mal wieder rausmache. So viele Folgen haben wir jetzt gar nicht von Spider-Man. Da oben ist, glaube ich, das Feuer. Von daher ist es doch gar nicht mehr uninteressant, wenn wir uns jetzt nochmal so eine Nebenmission anschauen, die wir noch gar nicht gemacht haben. So, einmal nach oben bitte. Die Seite nehme ich mit. Aber wo? Noch weiter oben? Ach ne, ich bin jetzt schon wieder zu weit oben. Da habe ich es doch gerade gesehen. Boah. Oh, 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 oh. Halt dich halt fest. Da haben wir's. Renn gegen Johnny Storm. Hm. Der schon wieder. Der Kollege. Der ist nicht so wahnsinnig freundlich. Aber ich glaube, das machen wir nochmal eben. Kumpel, noch eine Runde? Ich bin hier, um die Ehre meines Familiennamens wiederherzustellen. Was? Ich habe letzte Nacht Fist of Legend geguckt. Na los, letztes Mal habe ich nicht Vollgas gegeben, nur dass du das weißt. Yeah, yeah! Na, das glaube ich ihm sogar. Das letzte Mal war irgendwie im Tutorial. Also dann zum Times Square und zurück. Achtung, fertig, los! So. Na, das habe ich ja jetzt schon versaut, ne? Ja, ich glaube auch. Ich komme überhaupt nicht ran.
Soll ich denn da rankommen? Der kommt ja gar nicht ran. Hoffentlich hast du noch Netzflüssigkeit. Ja, noch habe ich ein bisschen was, aber mir geht es nur darum, dass ich diesen blöden Punkt da bekomme. Keine Chance. Jetzt. Oh, und Johnny ist quasi schon durch. Oh ja, das ist eine gute Idee gewesen, diese Mission zu machen. Oh Gott. Tja, so viel dazu. Schade eigentlich. Wie ist die Luft da hinten? Hier nicht rankommen. Komm, Spidey. Komm. Ja, guter Spider-Man. Ein guter Spider-Man. Möchtest du, dass ich aufgebe? Nein, Johnny. Aber ich würde vielleicht gern aufgeben. Aber wir haben ihn gleich verloren. Kommst da nicht mehr so ran, ne? Jetzt so. Also ich glaube, nochmal mache ich das nicht. Diese Rennmissionen sind nun nicht wirklich so in meinem Fall. Schade eigentlich, dass die hier so ein bisschen nervig sind. Gedacht, da kann ich jetzt noch so ein bisschen die Folge jetzt hier noch so ein bisschen, weiß ich nicht, freundlicher gestalten. Gut gemacht. Nein. Hast du ganz toll gemacht, Mr. Johnny die Flamme. So. Dann gehen wir halt eben zur nächsten Mission über. Sollte ja kein Problem sein. Irgendwie, da kommen wir auf jeden Fall hin. Ich verstehe nicht ganz, wie diese Nebenmissionen so nervig sein können. Diese Jagdmission ist ja immer das Gleiche. Also sehr, sehr repetitives Gameplay. Finde ich ein bisschen schade, dass sie sich da nicht mehr Mühe gegeben haben damals. Aber diese ganzen Superhelden-Spiele haben ja nicht von ungefähr manchmal einen Ruf, wo man sich nur denkt, oh Mann. War das wirklich notwendig? So. Ich weiß gerade nicht, wie lange das Spiel noch geht. Wir sind ja, ich habe das Gefühl, wir sind schon relativ weit. Aber was natürlich auch blöd wäre, wenn ich jetzt einfach aufhöre, die Sachen an- und abzumoderieren und dann wir noch relativ lange unterwegs sind. Eigentlich mache ich ja für jede Mission gerne eine eigene Folge, wenn es irgendwie möglich ist. Ich glaube, das mache ich dieses Mal auch so. Und zwar würde ich sagen, die Folge ist jetzt vorbei, außer wenn jetzt gleich nur eine Cutscene kommt. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von Ultimate Spider-Man mit Marv. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.